Energieschild. Und abgerissen. So. Und dann klappern wir mal die Sümpfe ab. Also, stimmt, ich hätte den Schlüssel mitnehmen können. Weil das hier eine Mine ist, wissen wir definitiv. Shit. Na, egal. Was soll's. Dann gehen wir gleich nochmal kurz zurück. So, das Zwischenland, das Land, was zwischen dem Gebirge und dem Sumpf ist, nochmal erkunden. Bis nach hier unten. So. Zack. Und jetzt hier lang. Und so. Mhm. Slide. So. Das ist ein Friedhof, ne? Ja. Da schaue ich mal direkt nach. Ob da vielleicht eine Kette ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Das erste Mal, dass wir auf einem Friedhof eine Kette gefunden haben. Ich glaub's nicht. Ich habe es so oft gelesen. Aber jetzt das erste Mal endlich wirklich eine gefunden. Und da ist eine Moin. Das ist auch die, die ich eingetragen hatte. Ich glaube, das ist auch die einzige hier. Da ist noch eine. Oder? Warte mal. Ja. Da ist direkt noch eine. Gut. Warte mal, dann gehe ich mal zu der zuerst. Und dann müssen wir leider wieder ein paar Minen kloppen. Es tut mir leid. Fast. Weil mich nervt es auch allmählich. Es ist tatsächlich so. Ich sag das nicht nur so. Aber Ketten stehen auf To Farm. Das heißt, da müssen wir jetzt durch. Let's go. Zack. Ich gehe kurz zurück. Hol den Schlüssel. Und klapper dann beide Minen nacheinander ab, ne? Ja. So. Perfekt. Dann laufe ich mal hier rüber. Schmeiße das hier schon mal runter. Eine Kette haben wir schon mal gefunden. Obwohl wir nicht in einer Mine waren. Sehr erfreulich. Und wir laufen nach hier. Boss Drop. Schlüssel. Außerdem sehe ich gerade, dass unsere Axt kurz davor ist, auseinander zu fliegen. Und da wir in eine andere Mine auch noch reingehen, nehme ich mir das auch nochmal. Also repariere ich auch die Stäbe nochmal. So. Und hindurch. Achso. Nee, das bleibt ja. Aufgemacht. Da vorgeworfen. Ist ja ein Vorwurf. Und dann nehme ich die hier auf. Mache die Spitzhacke so, die Axt so. 6. Oh. Erstmal mache ich den hier platt. Sind hier noch mehr? Erstmal aufräumen. Nö. Gut. Dann 6. Und wir halten uns natürlich links. So. Da stinkt's direkt. Da. Gammelfleisch. Zack. Und zack. Ach so, stimmt. Die brennen hier ja. Hier sind sie ja nicht durchnässt. Gott sei Dank. So, dann hier nochmal. Mhm. Leider keine Kiste. Und hier geht's weiter, ne? Jo. So sei es. Man wünscht man sich sowas wie TNT, ne? Dass man das mit einem Mal wegsprengen könnte, auch wenn man dafür keine Ressourcen kriegt oder so. Da ist eingekracht, aber hier nicht. Ich glaube, hier ist eine Ablage. Mal schauen. So. Und so. Gut. Da sind wir hier schon mal durch. Das ging ja recht fix. Pilz. Hier ist Durchgang. Hier ist Durchgang. Perfekt. Perfekt, Domatico. Und natürlich wieder zwei Bubbles ineinander gespawnt. Vielen Dank auch für den Loot, den ich nicht brauche. Na komm, lass mich hier durch. So, Lootraum. So, ein paar Münzen. Kiste mit einer Kette, sehr gut. Bernsteinperle und Ruby.
Und hier ist keine Ahnung was. Wir werden sehen. Durchgang. Sehr gut. Und zwar zu einem Lootraum. Top. Bernstein. Gold und Rubin. Na gut. Und ein Haufen Münzen liegen da noch. Gut. Da ist eingekracht. Na gut, dann nicht. Da sind wir hier auch schon durch, wa? Okay, hier noch. So. Und es kann sein, dass diese und die nächste Mine tatsächlich die letzten sein werden, wenn wir endlich die Stacks von Ketten vollkriegen werden. Aber das steht noch in den Sternen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir hatten ja, glaube ich, das letzte Mal einen Fuffi-Stack und einen 46er, glaube ich, ne? Oder so? Das bedeutet, wir haben jetzt schon eine gefunden, eine eben gerade schon vorher. Wenn wir jetzt noch so 5, 6 finden. Mal schauen. Mal schauen. Ob ich es dann von Two Farm streiche. Weil dann sollten wir ja schon ein bisschen was auf Halde haben, weil ich bin ganz ehrlich und ich spreche da bestimmt auch für euch. Dieses hier durch den Eisenkloppen ist eigentlich doch echt lästig, oder? Also irgendwie nervt es mich. Es ist irgendwie auch... Oh, hier ist eingekracht. Es ist irgendwie auch alles sehr repetitiv dann. Wir machen die ganze Zeit nur das Gleiche und das ist irgendwie so... Haben wir jetzt eine Kette? Haben wir jetzt eine Kette? Das ist das einzig Spannende. Und da gibt es schon Spannenderes in diesem Spiel, muss ich sagen. Also, auch ich bin allmählich dieser Eisenminen leid. So. Stirb mal bitte. Und du auch. So. Rubin, gelber Pilz. Hör damit. Und hier sind auch noch mal ein paar Pilze. Und eine Kiste mit keinen Ketten drin. So weit, so schade. Und da ist ein Durchgang. Ich weiß nicht, ob es hier auch weitergeht. Tatsächlich. Dann gehen wir da gleich hin. Erstmal kloppen wir uns hier durch. So. Und hier. Na komm schon. So. Bläh, bläh, bläh. Ja, ja. Ganz ruhig. Oh, Elite. Tschüss. Eine Trophäe bitte. Nee, ne? Hat er nicht. Dann mache ich mir hier den Gammelfleischhaufen weg. So. Keine Ketten. Das gibt's doch nicht. So, dann hier. Nix, nix, nix. Wir halten uns links. Das wäre also in dem Fall geradeaus. Und da geht's auch noch weiter. Naja, gut. Letzten Endes, da wir hier so wenig Ketten gefunden haben, möchte ich sogar, dass es noch weitergeht. Damit wir es endlich abhaken können und nicht mehr in Eisenminen müssen. Nein! So. Ich mache mal mit Energieschild an. Das war mir gerade wieder ein bisschen zu heikel. So. Da eine Chest. Keine Ketten. Pilze. Eingekracht. Und eingekracht. Gut. Haben wir das abgeklappert, aber hier war noch eine andere Abzweigung, ne? Hier hin. Ja, da geht's auch nochmal lang. Ja, moin. Eine Mine des durchaus was. Oh, mit einer Tür. Stimmt. Hatten wir bisher sehr selten gefunden. Und eine Eisentür, die wir auch aufmachen können, wenn hier der Schrotthaufen noch ist, hä? Wäre ja irgendwie cool, dass man den entfernen muss und dann kann man es erst öffnen, wisst ihr?
Aber gut, haben sich die Entwickler bestimmt was bei gedacht. Als ob es so glitchy wäre oder so. Oh, zwei Ketten, sehr gut. Du stirbst. Ebenfalls sehr gut. So. Gut. Eingekracht, eingekracht. Hier liegt noch Gold. Und nochmal einen Lootraum. Sehr schön. Trag zu viel. Ja, dann Eisen weg. Eingekracht. Na gut, schade. Ansonsten war es das hier, ne? Wir gehen also zurück. Da kommen wir her. Da waren wir schon drin, ne? Nee, waren wir nicht. Also ja, waren wir schon, aber ich habe festgestellt, dass es hier noch weiter geht. So. Noch eine Kette. Wie viel haben wir? Vier Stück. Können wir es endlich abklappern? Mal gucken. Ich freue mich schon drauf, das gleich einzuschätzen. So. Und hier noch lang. Das ist eingekracht, ne? Ja. Da ist ein Stein schief. Gut. So. Das hier weg. Bla bla. Tschüss. Und tschüss. Schon wieder keine Ketten, aber wir haben immerhin vier. Ist gar nicht schlecht. Wir haben zwar schon mal das Doppelte gefunden. Bei unserem Rekord. Das war geil. Aber ansonsten. Ja, da ist Sackgasse. Gut. Vor allem Sackgasse. Sackgasse heißt doch so, weil man da immer die Säcke abgestellt hat. Und ich glaube nicht, dass man da Säcke abstellen kann. Aber wie auch immer. Ach, das war's schon. Gut. Ja, wenn das so ist, dann gehen wir zurück. Aber ich würde tatsächlich erstmal diese Eisenmine hier eintragen. EM und durchgestrichen. Und dann zu der da drüber, zu der darüber gehen. Hä? Wo war die? Da. Ne? Ich weiß nicht, da, unser Portal steht jetzt da hinten. Aber das ist mir gerade mal egal. Weil dann klappern wir die Mine hier eben noch eben mit ab. Und dann stacken sich ja die Ressourcen alle, die wir haben, ne? Tschüss. Och nö. Der Schlüssel. Ich bin so ein Storch. Gut. So viel zu dem Thema. Also nochmal zurück. Dann den Schlüssel mitgenommen. Sumpfiger Schlüssel. Und wir klappern die eben auch noch ab. Könnte ich sogar theoretisch schon durchstreichen. Weil ich es nachher vergessen werde. Aber erstmal wollte ich sie richtig eintragen. Oh, wir haben richtig gut geschätzt. Das lasse ich so. Not bad. Ja, obwohl hier so, ne? EM. Durchgestrichen. Aufgemacht. Ich schmeiß den Schlüssel mal davor. Ich weiß, dass der eventuell despawnen könnte, aber ich glaube, wir sind so schnell wieder draußen. So schnell kann der gar nicht despawnen. Ich hoffe es einfach mal. So. Und falls wir überladen sein sollten, schmeiße ich Eisen raus, ne? Ganz klar. Hier ist direkt eine Sackgasse. Hier geht's weiter. Hier ist direkt eine Sackgasse. Och nö. Mine des Nichts. Mine des fast Nichts. Hier geht's immerhin weiter. So. Ah, sehr gut. Ja, doch. Hier geht's noch ein bisschen weiter rein. Aber bitte gib mir Kisten. Dann gibt er mir eine Kiste. Aber mit nichts drin. Also mit keiner Kette drin. Tschüss. So. Das ist, glaube ich, eine Ablage. Das ist, glaube ich, ein Durchgang.
Ja, also erstmal die Ablage. Sofern es denn eine ist, kann auch ein Durchgang sein, wie ich meine. Das kann ich sehr schwer auseinanderhalten. Ist sogar ein Durchgang. Ja. So. Was ist denn mit der Ausdauer los? Ach, weil wir nass sind. Na klar. Das war's. Oh, Lootraum. Leider keine Ketten. Leider keine Ketten. Verdammt. Mhm. Na gut. Und ich glaube, da geht's nochmal durch. Zum Glück haben wir die Spitzhacke repariert, ne? Die werden jetzt, glaube ich, um die Ohren geflogen. Ah, nee. Ist eine Ablage. Gut. Pilz. Gold. Und tschüss. Hier lang. Da ist auch nochmal ein Durchgang. Sehr gut. Schon wieder zwei Bubbles. Verdammt. So. Und so. Ja, ich glaube, hier geht's auch noch mal durch. Ja, ich höre es da hinten hopsen. Ich komme schon. Haltet ein. Wartet, wartet auf mich. Könnt es kaum erwarten, ne? Freuen sich so sehr, mich zu sehen. Das finde ich natürlich süß. Sehr sympathisch von denen. Bin schon da. Wo seid ihr denn? Moin. Hier ist mein Begrüßungsgeschenk. Der da hinten guckt mich richtig böse an. So. So, hör damit. Schon wieder keine Ketten, verdammt. Rubin und Gold immerhin. Perlen und Gold. Rubin und Perlen meine ich. Hier ist Sackgasse natürlich. 6 und weiter gebuddelt. Und wie viel man immer buddeln muss. Und das Looten der Räume geht immer gefühlt 4-mal so schnell. Das ist das, was sich an den Eisenbiegen eigentlich so nervt. Dass die meiste Zeit ist man damit beschäftigt, zu hacken. Das zum Beispiel mag ich bei Frost Cave sehr gern. Weil da ist das eher nicht so. Ne? Sterbt ihr? Ja. Ne, weil da ist man die ganze Zeit im Erkundungsmodus. Oh, eine Kette. Sehr gut. Und man muss sich irgendwie so freischlagen. Also es gibt manchmal diese Eiswände zwar, aber ne, die macht man ja mit einem Schlag weg. Viel bequemer, ehrlich gesagt. Aber ich frage mich, wie man die Eisenminen sonst machen sollte. Wenn ich mit diesem Schrotthaufen. Kein Plan. Haben sich die Entwickler bestimmt schon was bei gedacht. Da habe ich schon wieder sehnsüchtig röcheln. Moin! Hast du mich vermisst? Hier bin ich. Da kniet er direkt nieder. Eingekracht. Schade. Tschüss. Und tschüss. Links. Links. Nix, nix, nix. Auch nix. Ja, wir gehen wieder zurück, ne? Hier geht's weiter. Nix wie durch da. Aber ich höre da keine Viechers. Das finde ich dann immer sehr schade. Weil das bedeutet, dass da wahrscheinlich dann auch kein Loot ist. Oder? We will see. Oh, ich habe nichts gesagt. Das ist ein Lootraum. Perfekt. Aber keine Ketten. Hier auch nicht, hier auch nicht, da auch nicht. Und eingekracht. Gut, tschüss. Hier sind wir wieder beim Eingang und wir sind durch. Wir haben 5 Ketten gefunden. Plus eine eben gerade. Und in der anderen Mine. Wie viel hatten wir da gefunden? Achso, die habe ich ja hier zusammengezählt. Ne? Stimmt. Ja,
Ich würde sagen, das bringen wir mal alles zurück. Dafür muss ich den Schlüssel mitnehmen. Dafür schmeiße ich das Eisen weg, ganz ehrlich. Nervt mich jetzt schon wieder, dass wir viel zu viel Eisen haben. Oh! Es ist Nacht geworden, also könnten hier Gespenster kommen. Nicht erschrecken lassen, so wie letztes Mal. Ich habe mich schon echt verjagt. Warte mal, habe ich den Schlüssel? Ja. Gut. Dann... Oh, jetzt habe ich das Eisen weggeworfen. Hätte ich mal lieber die hier weggeworfen. Egal. Weil Eisen brauchen wir ja nicht, ne? Ich würde sagen, hindurch. So. Lootloch. Und weg damit. Und ich glaube nicht, dass wir den hier noch brauchen werden. Deswegen schmeiße ich den auch mit runter. Weil wir haben ja, wenn wir doch noch eine Eisenmine finden, was ich nicht glaube, können wir uns ja einfach einen anderen Schlüssel rausnehmen, ne? So, wir trocknen auf dem Weg dorthin. Sind getrocknet. Und ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und, huch, was war das denn da? Habt ihr das gesehen? Ach, das. Da. Das Licht verzerrt sich so komisch. Das sah gerade voll komisch aus. Da, so. Gut, wie auch immer. Das mache ich ihn hier. Wir gehen direkt wieder durchs Portal. What I say. Und können sogar, glaube ich, die Felderbase heute fertig machen. Weil es ist nur noch ein bisschen Sumpf und ein bisschen Düsterwald. Oder habe ich noch was übersehen? Nö, nur noch dieses Sumpfgebiet hier und dieser Düsterwald. Ja, das und das. Perfekt. Ja, geilo. Gut, Portal mitnehmen. So. Und wir machen erstmal den Sumpf, damit der Nassbuff sich nicht refresht. Oh. Aha. Hier ist also ein Spawnpunkt für Knochenwanst. Das ist ja gut zu wissen. Ich mach das mal hier hinten mit dem Runstein, ne, damit der mit eingetragen ist. Zack. Eine neue Stelle für Knochenwanz. Also nicht, dass wir sie bräuchten. Wir haben ja schon eine Knochenwanz-Base. Oh. Hätte ich mal mehr ein bisschen Essen einpacken sollen. Alter, da haben wir heute aber ganz schön was weggesnackt in der Aufnahme, ne? Merke ich gerade. Aua! Hörst du auf damit? Und Energieschild, ne? Sicher ist sicher. Eben gerade zum Beispiel hätte uns wieder ein Giftvieh beißen können und das wäre es mit uns gewesen. Na, obwohl ich habe Heiltränke zur Not noch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Sag nicht, da war eine grüne Fackel. Oh, ich dachte schon. Gott sei Dank. So. Dann hier lang. Ja, die Surtlinge könnte ich mitnehmen, ne? Oh, der hat sogar Sterne. Also einen Stern. Hör damit. Weil wegen Kohle und so. Sehr gut. So. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier nach Norden. Zu diesem Gewässerchen. Warum schwimmen hier rüber? Hier sind schon wieder zwei Glibberbäume nebeneinander. So. Einer hier. GB. Und einer hier. GB. Und den nicht durchstreichen. Und du jetzt mal schön die Klappe da hinten. So. Und dann noch dieses Gebiet hier. Und dann haben wir den Sumpf durch. Oh, Gott sei Dank. Und ich glaube tatsächlich, ich würde dann die Ketten gleich von Two Farm streichen. Je nachdem, wie viele wir haben. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade 6. 7? 6? Ich glaube 6, ne? Gesammelt. Und sind damit, haben damit den Stack voll. Ja, ich glaube echt. Finde ich gar nicht schlecht. Aber das sehen wir dann. Erstmal kommen... konzentrieren wir uns, beziehungsweise ich mich, auf das restliche Erkunden. Na, obwohl, sind wir im Düsterwald. Ausgerechnet das langweiligste Biom. Aber dafür sicher. Das Gefährlichste, was wir hier finden können, sind Trolle.
Ah, und es ist immerhin schön. Ah, sie riecht so, als ob man hier so richtig schön atmen kann. Als ob die Luft hier so richtig tausendfach durch Pflanzen geflossen ist und dadurch richtig mit Sauerstoff angereichert wurde. So riecht's hier. So richtig nach Nadelwald. Nach frischer Luft. Ja, wobei irgendwie Wald auch manchmal ein bisschen muffig riecht. Finde ich. Weil natürlich ist dort die Luft gefiltert. Ja, aber es ist ja auch viel Biomaterial, das vermodert. Und entsprechend riecht es dann auch manchmal so ein bisschen erdig oder so, ne? Was geht denn hier ab? Skelettparty? Hä, so ein Haus habe ich noch nie gesehen. Bienen! Okay, warte mal. Erstmal will ich dieses Gemetzel da sehen. Wer gewinnt wohl? Okay, ja, offenbar die Skelette. Gut. Weil ihr gewonnen habt, dürft ihr jetzt alle sterben. So. Mit eurem Stoven, weil ich wollte mir die Ruine mehr hier ansehen. Die sieht ja eigentlich ganz hübsch aus. Habe ich noch nie gesehen. Voll geil. Und natürlich hole ich mir hier die Bienchen. Oh. So. Eine Kiste gibt es hier nicht auch noch? Nee, ne? Gut. Aber die Bienen sind mehr als genug Loot. Also mehr als wertvoll genug.